Hallo und herzlich willkommen in meinen YouTube-Kanal. Mein Name ist Jimmy Rupali und heute möchte ich mit euch was Spanisches machen. Olé! Genau, wir machen heute ein Aioli a la spanische Art aus dem Internet und zwar von der Rezeptewelt. Das Ganze nennt sich Aioli Originale weiße spanische Aioli ohne Ei. Ja, das machen wir. Und wir legen auch direkt los. Die Zutaten sind folgende. Wir bräuchten ein Stück Knoblauchzehe, einen halben Teelöffel Salz, 100 Gramm Vollmilch und 300 Gramm neutrales Öl. Das heißt entweder Sonnenblumenöl. Ich habe jetzt vor, mein eigenes hergestelltes Olivenöl aus Sizilien zu machen, weil es mir eventuell auch besser schmeckt. Mal sehen. Okay, also ist es nicht so ganz weiß, aber ich denke, das haut auch hin. Wir versuchen das Ganze einfach mal, ja? Okay, legen wir auch direkt los. Und zwar als erstes bräuchten wir eine Knoblauchzehe in den Mixtopf. Einmal. Dann 100 Gramm Milch. Super. Und einen halben Teelöffel Salz. So, haben wir auch. Das Ganze schließen wir jetzt und machen es für 2 Minuten auf Stufe 4,5. Ja? 2 Minuten auf Stufe 4,5. Bis nachher. Buena ragazzi, und weiter geht's. So, perfetto. Jetzt tun wir das ein bisschen mit dem Spatel runterdrücken. Hier ist im Deckel aus noch ein paar Knoblauchstücke. Bisschen alles nach unten schieben. So, das machen wir jetzt. Super. Hier natürlich auch das Ganze nach unten schieben. Jedes kleine Stückchen. Super. Okay. Ragazzi. So, weiter geht's. So, Deckel drauf. So, stellen wir das Ganze jetzt erstmal auf 10 Minuten und auf Stufe 3,5. Und in den letzten 5 Minuten circa tun wir die 300 Gramm Öl von oben hinein. Ja, das zeige ich euch gleich. Bis nachher. So, ihr Lieben, das läuft jetzt die letzten 5 Minuten. Wir tun jetzt das Öl von oben rein. Ihr könnt natürlich auch Sonnenblumenöl nehmen. Ich habe jetzt Olivenöl genommen, aber natürlich neutrales Öl heißt Sonnenblumenöl, ja? Aber ich nehme heute mal Olivenöl aus Bella Sicilia. Okay? Okay, und los geht's. Ganz langsam hinein, ja? So. Ja, spritzt ein bisschen. Super, machen wir mal so. Und wir sehen uns gleich im Endergebnis, okay? Bis gleich. Wow, und fertig ist das Ganze. So, dann schauen wir mal, was wir gemacht haben. Wow, es sieht gut aus. So, so sieht das Ganze aus. Seht ihr? Jetzt nehmen wir mal einen kleinen Löffelchen und probieren das. So. Tue ich mal hier rein. Schön fest, seht ihr? Wunderbar. So, entweder ihr nehmt ein Croissant. Oder jetzt nehme ich hier ein bisschen Brot und probiere das. Buon appetito! Fantastico! Wow! Wirklich lecker, lecker! Ich esse noch ein bisschen.
Kann ich wirklich empfehlen. Von der Konsistenz super, super cremig geworden, seht ihr das Ganze? Schön fest. Super. Für jeden Grillabend genau das Richtige. Wow, schmeckt wirklich sehr gut. Kann ich euch empfehlen. Ich werde das Ganze gleich in einer Dose umfüllen und dann kann es für mehrere Wochen in den Kühlschrank gelagert werden. Okay? Damit ihr Bescheid wisst. Okay, das war heute mal erstmal alles von meinem Video, von der spanische Aiolo. Entschuldigung. Aioli. Vom spanischen Aioli. Und wünsche mir natürlich, wünsche euch in dem Sinne viel Glück. Buona fortuna. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, ja? Mein Name ist Gimo Ropali. Bis demnächst. Und das Rezept nochmal ist aus der Rezeptewelt, ja? Vielen Dank und bis dann. Ciao.